Ja, Freunde, guten Laune und der beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen und weiteren Video beim Euro Truck Simulator 2. Das ist, boah, gefühlt Dekaden her. Ich glaube, gerade nach der Wende war mein letztes Video gewesen und ich habe irgendwie Bock gehabt. Zum einen wollte ich mir mal die ersten Mods herunterladen und ein paar kleinere Fun-Karten oder generell ein paar Karten vorstellen. Aber bevor wir dazu irgendwann mal kommen, hatte ich jetzt folgende Idee gehabt, weil ich mir dachte, hey komm, wir sind ja hier mitten in der Karriere. Ihr seht, ich habe mir nämlich schon einen Job besorgt, also zumindest einen neuen Auftrag. Und was ich danach mit euch vorhabe, wenn wir erst einmal hier sind, werde ich denn außerhalb des Videos bis nach Istanbul fahren, mir dort irgendwo einen Auftrag nehmen und dann versuche ich mich durch Gesamteuropa zu arbeiten. Das heißt, wir werden von Istanbul starten und werden hier quer durch Europa fahren. Natürlich wahrscheinlich nicht mit einem einzigen Auftrag, das wäre auch eine sehr, sehr schöne Sache, wenn das möglich wäre, wäre das wunderbar. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen mal den weitesten Weg, den ich mir jetzt so vorstellen könnte und werden mal hier nach Bergen fahren. Bergen ist dann unsere Endstation, das werden wir die nächsten Folgen beibehalten. Istanbul nach Bergen. Was ist das Gefühl? 20 Milliarden Kilometer. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden einfach mal gucken, was uns erwartet. Und wie gesagt, in der Folge einfach nur mal so ein bisschen Geplänkel. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare euch verewigen, einen Daumen nach oben geben und besonders in die Kommentare vielleicht mal schreiben, über was wir in den nächsten Folgen ein bisschen quatschen wollen. Über Gott und die Welt. Das würde mir weiterhelfen und vielleicht könnt ihr auch einfach mal ein paar Fragen beantwortet bekommen. So. Legen wir einfach los, Reihenkoppelperspektive. Wir machen mal ein Fenster wieder zu, der dringelt ja doch. Wir legen los. Ich habe mein kleines Mini-Navi dort. Wir können natürlich auch die Karte zuschalten. Ich versuche es erstmal mit dem Mini-Navi. Wir müssen Papier ausliefern anscheinend. Also zumindest sind wir bei der Firma Papers gerade gewesen. Und werden jetzt Richtung Türkei fahren. Dazu werden wir trotzdem mal kurz die Karte oder es erwarten uns 557 Kilometer und 9 Stunden. Das ist schon eine satte Route. Müssen wir mal gucken, ob wir das alles in der Folge hier mitnehmen oder nicht. Werden wir einfach mal gucken. So, ich habe jetzt mein neues Lenkrad auch ein bisschen eingerichtet. Wir können einmal nach links gucken. Kommt niemand. Also können wir jetzt hier abbiegen. So, wunderbar. Und dann geht's los Richtung Istanbul auf dem Weg dorthin. Und wenn wir dort angekommen sind, werden wir natürlich unseren Bus oder unseren LKW natürlich noch ein bisschen aufrichten und ausrüsten. Aber vielleicht unter euch Euro Truck Simulatoren Fans und erfahrenen Spielern könnt ihr mir vielleicht mal persönlich eine Frage beantworten. Ich habe mir zwei Mods bzw. zwei Karten heruntergeladen, habe diese auch entpackt und in den jeweiligen Mod-Ordner geladen und konnte die auch hier in dem Spiel unter der Rubrik Mods aktivieren. Wie und wo finde ich die denn eigentlich? Sind die hier irgendwo auf der Karte oder wie komme ich denn eigentlich dahin? Weil ich finde die persönlich nicht. Das ist einmal von einer Stadt und eine Extremroute, die angeblich sehr bergig und sehr, ich sag jetzt mal, einspurig verfährt. Die wollte ich unbedingt mit euch mal so ein bisschen in einer Fun-Video so ein bisschen fahren, beziehungsweise in der Stadt wollte ich mit euch mal ein bisschen herumgucken und mir das Ganze mal angucken, wie denn solche Mod-Karten aussehen. Aber finde ich die jetzt hier, wenn ich sie aktiviert habe, direkt in der Weltkarte? Und wie finde ich die denn eigentlich am besten? Weil so richtig einen Namen dazu stand nicht. Schreibt es mal gerne mal in die Kommentare. Würde mir auf alle Fälle weiterhelfen. Ich werde euch natürlich auch in der nächsten Folge denn benennen. Wir werden auch keine Folgen hier großartig vorproduzieren. Das heißt, wir werden Folge für Folge denn einzeln irgendwann abdrehen, dass ein paar Kommentare vielleicht gesammelt werden können und wieder rüber quatschen können. Und ich glaube, ich bin viel zu schnell unterwegs. Wir dürfen 80 fahren. Jetzt dürfen wir hier Nummer 50 fahren, müssen wir ein bisschen runtergehen. So, wunderbar. Tempomat haben wir auch mit aktiviert. Wir fangen gleich auf die Autobahn. Es sind nur noch 541 Kilometer. Mal gucken, ob wir die mit einem Rutsch schaffen können. Wäre auf alle Fälle mal sehr interessant. Ja, ansonsten, Euro Truck Simulator ist halt, wie gesagt, ziemlich lange her. Eigentlich ein wunderbares, wunderschönes Spiel, aber ich habe halt mit LKWs nicht so viel am Hut, aber ist halt so, wie es einfach ist. Weil im Endeffekt ist es wirklich ein Langzeitspiel, das einfach mega Spaß macht. Wenn ihr Aufträge annimmt, dann könnt ihr alles eigentlich hier machen. Aufrüsten. Ihr seht, geldmäßig sieht es bei mir ein bisschen mau aus. 3.800 Euro, damit kannst du wirklich nicht viel anfangen. Ich glaube, die letzten Male, was ich jetzt hier gemacht habe, war, ich habe mir ein paar Interieursachen geholt. Zum Beispiel ein Navi. Was habe ich mir noch geholt? Okay, mal gucken. Hier, da ist eine Kaffeetasse. All die ganzen Sachen, die habe ich mir geholt. So, jetzt müssen wir hier links abbiegen. Kommt da einer? Nein.
er braucht ein bisschen. Er hat auch, glaube ich, leichten Schaden. Ich habe schon ein paar Sachen hier wieder gestreift. Aber das passt ja alles. Ach, ist das herrlich. Endlich wieder hinterm Lenkrad. Wie gesagt, wir werden ab und zu wahrscheinlich ein bisschen cutten. Vielleicht nehmen wir die gesamte Folge mit. Ich will die auf alle Fälle für heute. Heute ist der 23. April. Den Sonntag willst du auf alle Fälle vorproduzieren und veröffentlichen. Hier müssen wir, glaube ich, lang. Das haben wir wieder so einen kleinen, schönen Einstieg bekommen. Ihr merkt, bei mir sind sehr viele Simulatoren mittlerweile wieder angesagt. So richtig Spiele, Einzelkampagnenspiele gibt es jetzt hier nicht großartig, wo ich sage, oh, die lohnen sich. Vielleicht kommt mal wieder eine schöne neue Folge Hitman, aber gerade aktuell sind es Simulationsspiele. Jetzt müssen wir mal kurz bei den Spiegel beobachten. Kommt keiner? Okay. So, jetzt aber freie Fahrt. Wir beschleunigen hoch auf 90 km/h. Das wird natürlich jetzt mit dem Auflieger ein bisschen länger dauern. Ohne Auflieger ist das Ganze natürlich extrem schnell, aber mit Auflieger dauert es doch ein bisschen. So, da können wir Tempomat reinmachen. Fuß vom Gas nehmen und jetzt entspannt fahren. Okay, ein Fuß muss auf alle Fälle auf der Bremse noch vorsichtshalber sein. Man weiß ja nie. Und jetzt machen wir gleich das, was alle hassen, wenn Brummifahrer das hier machen. Ah, habe ich ihn aber jetzt abgeschnitten. Hoppala. Und jetzt überholen wir hier. Ach, der fährt mit 85 wie mit 90. Hoppala. Vorsicht. Sehr schön. Oh, da hinten, du musst ja kurz mal gedulden. Wir haben es aber gleich geschafft. Oh, schaffen wir es doch bis zur Abfahrt? Das wird natürlich wieder enge. Setzen schon mal hier den Blinker. Okay. Wie sieht's hier aus? Frei? Ja. Und dann einmal hier rauf. Dürfen immer noch 100 fahren. Jetzt müssen wir gleich mal aufpassen. Hier müssen wir irgendwo gleich links abbiegen. Ja, da vorne. So, okay. Kurz mal nach hier geschaut. Kommt keiner. Wir fahren schon mal leicht an. Hier kommt auch keiner. Also können wir jetzt hier schön abbiegen Richtung Bulgarien. Oh, war ein bisschen doll eingelenkt. Ja, also ich finde natürlich das Lenkverhalten beim Eurotruck Simulator ein bisschen sehr extrem. Also wir können da ordentliche U-Turns machen. Muss mich ein bisschen daran gewöhnen, weil jetzt in letzter Zeit habe ich sehr viel Tourist-Bus Simulator, Fernbus Simulator oder aber auch The Bus gespielt. Da ist mit der Lenkung nicht ganz so extrem. Aber es ist erstaunlich, wie lange sich dieser Eurotruck Simulator 2 einfach hält. Und wo man wirklich sagen muss, das wäre nicht gut, eine Fortsetzung draus zu machen. Obwohl man sagen muss, auch wenn es in die Jahre kommt, ist die Grafik ist immer bombastisch. Aber was wäre alles möglich, wenn man heutzutage wirklich die Grafik ausnutzt, die man hätte? Obwohl man könnte nachsätzlich oder könnte man doch die Unreal Engine 5 aufrüsten. So, wir müssen aufpassen. 80 sind die erlaubt bei der Kurvenlage. Okay. Immerhin haben wir schon mal unsere ersten 100 Kilometer geschafft. Das ging ja auch relativ flott. Gut, da vorne müssen wir mal kurz aufpassen. Obwohl, wir bleiben auf der Straße hier. Obwohl, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt gleich hier links mal abbiegen? Das können wir auch mal machen. So, vorsichtig. Wie gesagt, mit dem Einlenken nicht so extrem. Das ist schon krass, wie sehr man eigentlich hier einlenken kann. Das hat mich aber schon mal so bis an Eurotruck Simulator gestört. Das ist kein mega Negativpunkt, aber man muss halt extrem umgewöhnen. Oh, Baustelle. Eieiei. Ah. Ah. Oh. Ah, da ist aber offen. Ich mach das mal schnell. Das war jetzt voll die falsche Richtung. Ich glaube, ich darf hier gar nicht langfahren, wa? Oh, schneller. Ja, so entstehen Geisterfahrer. Rückspiegel, kommt keiner, okay. Achso, und der Regen, der wird uns wahrscheinlich noch sehr lange beschäftigen. Ich habe nämlich auf dem Weg dahin Regen gehabt, dann habe ich 2-3 Mal geschlafen. Ich habe 18 Stunden geschlafen und immer, wenn ich aufgewacht bin, hat es weiterhin geregnet. Also ich hoffe mal, es hört auch noch ein bisschen auf. Ich mag es eher bei Tageslicht ein bisschen zu fahren, gerade wenn die Sonne scheint. Das sieht ja alles ein bisschen schöner aus. So, ja, wie gesagt, nicht wundern, ich bin, notorischer Linksspurenfahrer. Ich überhole immer sehr gerne, obwohl man das, glaube ich, als LKW-Fahrer nicht zu oft machen sollte.
Aber okay, ist halt wie es ist. Es ist so ein bisschen aufpasst. Das hat jetzt wirklich gekostet. 1600 Euro, ey. Man muss ein bisschen aufpassen, kommt aber kein Auto. Schön eine Spurkreisverkehr, das geht aber noch. Hoppala! Ja, aber eine schöne große Tankstelle. Ah, ist aber auch dunkel hier. So. Oh, da vorne ist der Zoll. Der Zoll, sage ich schon, die Mautstelle. Oh, wir können auf der Spur bleiben. Okay, bleiben wir auch mal. Na, Kollege. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nicht, wo ich wieder angefangen habe. Oh, jetzt auf einmal, hey! Oh, hallo! Oh, eieiei, war das knapp. Und was hat er denn gewartet? Und jetzt hier rum? Müssen wir hier rum? Ja, hier müssen wir rum. Das Schlängewirr. Von links kommt keiner. Sollen wir ein bisschen gucken? Hier ist wieder ein Kreisverkehr. Ja, Kreisverkehre sind aber auch außerhalb von Deutschland und Europa und so mega beliebt. Hatten wir schon in Dänemark gehabt. Okay, hier entlang. Da fahren wir mit der Fähre. Nee, doch. Wo müssen wir jetzt durchfahren? Hier durch? Müssen wir uns jetzt hier einmal wiegen oder was? Nee, wiegen ist nicht wichtig. Aber hier vorne müssen wir hin. Ah! Okay, haben wir alles richtig gemacht? Hallöchen! Hi! Ja, weiter vor? Ja, okay. So. Noch weiter? So, okay, dann kontrollieren Sie mal. Oh, hoffe ich, dass Sie uns weiter, ey. Ja, ah, danke schön, danke. So. Na, dann geht's weiter, okay. Wir dürfen einreißen. Puh. Einmal über die Brücke hier. 40 ist hier nur erlaubt, oder was? Ah, ich glaube, hoch komme ich hier sowieso jetzt schwer. Oh, da bricht er sich aber auch einen ab. Sehr abenteuerlich. Das ist ja das Schöne daran. Also hier ist auf der gesamten Karte immer ein bisschen was los und unterschiedlich. Also nicht immer gleich oder so. Sondern einfach mal hier in der Zollstelle. Erster Aufenthalt in Russe. Aber neue Stadt freigeschaltet. Müssen wir einmal hier rum. Das ist irgendeine Videokamera. Irgend so ein Symbol von Videokamera. Jetzt einfach mal hier lang. Jetzt überholen wir den hier. Ja. Vor allem soll er kontrolliert werden. Hätte man das nicht früher machen können? Jetzt werde ich kontrolliert, habe 10 Euro gezahlt und darf wieder zurückfahren. Im schlimmsten Falle. Hallo, hi. Dankeschön. Ach, sind die lieb. Gut, das war aber jetzt ein Aufenthalt gewesen. So, jetzt lang da vorbei. Und da vorne kommen wir jetzt endlich wieder auf die Straße anscheinend. Hier stopp, hier müssen auf alle Fälle stehen bleiben. Von links kommt keiner. Sehr schön.
Wieder einmal Kreisverkehr und zweite Ausfahrt rechts. So, wo ist denn der Kreisverkehr? Ah. So, erste. Und zweite. Ja, ob das so eine gute Idee ist, ey, ich bin schon wieder einfach mal 16. Na, jetzt geht's einigermaßen, ich bin ziemlich schnell wieder unterwegs. Gut. Oh, nee, da waren wir nicht lang. Das wird jetzt nämlich zweispurig. Oh, oh, aber wir sind doch hier alles richtig, war? Ja, genau, von rechts kommt wahrscheinlich nur hier, genau. Okay, wir sind auf der richtigen Spur. So, wunderbar. Also, wir haben jetzt knapp 350 Kilometer noch vor uns. Es ist dunkel, es regnet immer noch. Ich habe gerade schon geguckt, die Regenwahrscheinlichkeit ist hier sehr gering. Oh, was war das denn? Uiuiuiuiui. Hat der einfach einen Knick gemacht, oder was? Aber was war das denn für ein Knick? Also, diese Mittelinseln sind ja klar, dass man ein bisschen abbremsen soll, aber es hat ja so... Ja, das ist ja, das war ja kein Knick mehr gewesen. Das war ja eine Haarnadelkurve. Okay. Puh, alles gut, kein Unfall. Alles entspannt. Oh, benutzen wir mal ein bisschen Fernlicht. Ach, herrlich. Jetzt natürlich mal ein bisschen aufpassen, Fernlicht und dann benutzen, wenn keine Autos kommen. Und Kurven auch immer ein bisschen aufpassen. Und falls einer kommt, dann sofort ausmachen. Da, zack, sofort ausmachen. Also deswegen, das Spiel ist voll die Jahre gekommen, aber es sieht immer noch verdammt gut aus. Auch die Lichtverhältnisse hier, guck mal, das sieht so schick aus. Ohohoho, die kam ja auf einmal, die Baustelle. Und die sind noch fleißig, hast du mal gesehen, die haben noch gearbeitet. Das kann jetzt hier ein bisschen länger dauern. Ein bisschen schneller, Kollegen. Ah, warte mal ab. Die überholen wir gleich. Erster Auftritt in Veliko Tarnovo. Klingt ein bisschen japanisch. Wir warten mal ganz kurz ab. Jetzt gehen wir Vollgas. Das Auto, was da vorne gleich an uns vorbeifährt, das ist unsere Möglichkeit. Okay, alles gut, alles gut. Oh, was? Natürlich! Ja! War auch noch die Polizei gewesen. Was für ein doofer Zufall. Immerhin, wir haben ein Auto überholt. Hat zwar 200 Euro gekostet, aber wir haben ein Auto überholt. Oh, shit. Ui. Alles gut, alles gut. Alles im Griff. Oh mein... Links ist aber auch ziemlich rot jetzt. Ist noch was kaputt gegangen? Oh, ist viel kaputt gegangen. Oh, oh, das hatte nicht mehr gut an. Eieieiei, da hat die Kurve ein bisschen unterschätzt. So, jetzt geht es endlich mal wieder ein bisschen auf die Autobahn. Das ist ja schon mal schön. Was ich aber auch an dem Spiel hier so erstaunlich finde, es gibt kein Spiel, außer vielleicht noch so ein bisschen Tourist-Bus-Simulator und Sachen Bus-Simulatoren, LKW-Simulatoren oder generell Simulatoren, die so viel Schwärze darstellen bei Nacht. Also auch wirklich schöne, schon fast beängstigende Schwärze. Und wir haben es gerade mal 23 Uhr, aber guck mal hier, wie dunkel das ist. Krass, oder? Das ist die große Frage. Sehr gut. Das wird jetzt hier ein Brummi-Rennen. Das wird jetzt hier ein Brummi-Rennen. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist man da rein. Jetzt ist man da rein. Wir müssen gleich rechts raus. So. Easy peasy, wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Ja. Oh, scheiße.
So. Und jetzt wieder einmal runter. Perfekt. Cool. Ja, war leider nur ein kurzer Aufenthalt auf der Autobahn gewesen. Jetzt geht's wieder runter auf die Landstraße und da wird's richtig dunkel. Hat sich aber nicht gesund angehört. Eieieiei. Kommt hier irgendjemand? Nee. So. Oh Mann. Eieiei. Mein eines Ei wird immer klein bei dem Geräusch. Das klingt so brutal. Das klingt wirklich nicht gesund. Oh. Ich will euch mal ganz kurz zeigen, wie dunkel es hier jetzt wirklich ist, ja? Wir machen jetzt die Lichter aus. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Hoppala! Alter Falter. Es siehst nur annähernd irgendwas. Das ist krass. Aber jetzt guck mal hier auch wieder dieser Nachtscheinwerfer. Zack. Toll gemacht. Also wirklich bis heute wirklich sehr, sehr toll. Also, die letzten Kilometer, die werden wir noch durchziehen, so ist es nicht. Aber wir sind, ihr seht es ja da an dem Bettsymbol, in unserem Navi, wir sind sehr müde. Wir sind auch sehr schnell unterwegs, aber wir müssen auch ein bisschen beeilen, bevor wir wirklich hier einschlafen sollten. Da vorne geht es jetzt wieder zur Kontrolle. Mann, ey. Wo müssen wir lang? So. Schaut's mal hier durch. Tja, Chance vertan. Alter. So. Hallöchen, die Herren. Hallo, die haben wahrscheinlich auch gedacht, was macht der denn da? Ja, aber das ist nicht umsonst Kamikaze Joe. Der da hinter mir ist wahrscheinlich auch extrem stinkig. Dankeschön. Alles gut. Willkommen in der Türkei. Mashallah, mach nochmal. Oh, müssen wir jetzt Euro voll rein? Eine nahegelegene Wiegestation, wo ist denn die? Die ist hier, wa? Oh, ein Glück haben wir hier aufgesucht. Na gut, da kommst du nicht drum herum. Ja. 23 Tonnen müssten wir ja haben. Genau. Weiß gar nicht, was passiert, wenn wir Übergewicht hätten. Aber ich glaube, da müssten wir wahrscheinlich gucken, wa? Wir müssen wahrscheinlich gucken, was wir laden, also von der Menge her. Und müssen uns dann informieren, wenn wir durch das Land fahren, was erlaubt ist. Oh, noch ein bisschen vor. Und 3, 2, 1, go! Dankeschön, gute Fahrt. So, wir haben jetzt, glaube ich, nur noch 86 Kilometer nur noch. Dann haben wir es geschafft. Also Türkei haben wir schon mal erreicht. Das ging eigentlich ohne Probleme. Wie gesagt, eigentlich das einzige Manko ist, wir sind einfach voll gegen den Baum gerasselt. Seitdem ist unser Auto nicht mehr so wie... Oh, ist dann noch eine Schranke. So. Aber was soll ich immer machen? Wisst ihr, was ich jetzt einfach hier mache? Jetzt passt mal auf. Ja. Das ist ganz hohe Kunst, was ich jetzt hier machen möchte. Hier links ab. So. Oh, fuck. Kommst du denn hier? Teilnehmer. Oh, Schätzchen. Ja, alles gut. Ja, ich fahr gleich weiter. So, ja, klar, jetzt einmal. Passt mal schön auf. Dadurch. Ja, okay. Ha? Boah, hey.
Es gibt nicht viele Meister ihres Faches, aber ich gehöre dazu. Haben wir hier durchgeschlungen? Guck mal hier. Haha, oh. Oh, warte, ja, ja. So, weiter geht's. Na, wo willst du hin? Ey, ah, hey. Abwarten. Wo wir jetzt in der Türkei sind, haben wir jetzt andere Sitten hier drauf, oder was? Oh, alles gut. Gut, 80 Kilometer noch. Die schaffen wir auch noch, bevor wir einschlafen. Also ich muss ein bisschen Schwung hier nehmen. Wie bei der Formel 1, ey, genial. Oh, 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 alles gut. Schlimmer wird es nur, wenn alles ausgeht, selbst die Lichter. Das ist ja ein bisschen schlimm, gerade hier beim Dunkeln auf der Landstraße. Autobahn geht immer noch. Na gut, eigentlich nur, weil vor uns jemand fährt, aber... Dann ist heavy. Oh, oh. Eieieiei, alles gut. Ah, oh, fuck. Hilfe. Oh, das sieht nicht gut aus. Warum sehe ich die Sterne? Oh, fuck. Ja. Willkommen in der Türkei. Ja, sei mal müde. Ich wäre auch müde. Ja, Freunde. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht's weiter. Ich brauche erstmal einen Abschlepper. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüssikowski.